this crusade is going to take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Dienstagabend, 28. August 2018, bin ich mit Viktor verabredet, um die nächste Lesung zu machen aus dem wundervollen Buch, das er sich die Mühe gemacht hat, ins Deutsche zu übersetzen, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Bevor wir da in die zweite Lesung dieses achten Kapitels reingehen, möchte ich euch gerne eben etwas in eigener Sache mitteilen. Und das ist wichtig. Das ist so wichtig, dass ihr seht, und deswegen werde ich heute Nacht auch noch ein anderes Video machen und werde das dann morgen hochladen, wie gesagt, dass ihr seht, dass wir nicht irgendwelche leere Phrasen dreschen, sondern dass wir sagen, Hand und Fuß hat. Aber erst möchte ich natürlich Viktor herzlich willkommen heißen. Hallo Jörg, moin moin. Moin, moin. Ja, schön wieder mit dir verbunden zu sein. Und ja, ohne große Umwege, dann erteile ich dir wieder das Wort. Danke. Ja, das sind die Momente, wo ich den ganzen Tag mich darauf freue, dass das abends anfangen kann. Also hier ist das PDF und hier ist das. Was ich euch zeigen wollte, ist das Folgende. Ich habe heute Nachmittag eine E-Mail bekommen von YouTube. Jetzt muss ich euch das natürlich übersetzen, weil ich lebe ja in Belgien und das ist natürlich in Niederländisch geschrieben. Hallo. Wir haben eine juridische Klage empfangen über dein Video, Deutschland, erwache, und da ist der Link hierzu. Wir haben deinen Inhalt beurteilt und beschlossen, diese nicht zu zeigen, also dieses Video nicht zu zeigen, auf der deutschen YouTube-Seite, in Übereinstimmung mit der deutschen Gesetzgebung über politischen Extremismus und das Ansetzen zum Hass. YouTube legt, wo nötig, Inhaltsbeschränkungen auf, um sich der lokalen Gesetzgebung zu unterwerfen. Lies unseren Hilfzentrum-Artikel über das deutsche Netzwerkhandhavingswet, wie das in Flämisch jetzt hier heißt, für mehr Informationen. Um was für ein Gesetz geht's da? Ja, wenn man diesen Link anklickt, guck mal, wo man dann rauskommt. Diese Seite kann nicht gefunden werden. Oh, das ist aber toll, YouTube. Ihr blockiert also ein Video von mir und wenn ich da dann hingehen will auf die Seite, um mich zu informieren, dann kann ich die Seite nicht finden. Ich habe vorhin mit Michael gesprochen und Michael hat mich darauf hingewiesen, auf dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das es seit 2017 in Deutschland als Gesetz gibt, wo ihr hier ein Video drüber seht von dem Kanal Reaktionär Doe. Ja, also das kommt von dem englischen John Doe, ne? Otto Normalverbraucher, wer auch immer, der da ein Video drüber macht. Das habe ich mir jetzt 23 von den 28 Minuten angeguckt. Ich warne jeden, der sich das anguckt, vor der Sprache, die hier gebraucht wird. Das Video jedenfalls, Deutschland erwache, das seht ihr hier. So, ich mache das mal eben ganz groß, dann könnt ihr das sehen. Das ist ein Video, das habe ich mit meiner Handykamera aufgenommen, als ich mit Lena, meinem Hund, spazieren ging und habe das veröffentlicht am 18. Dezember 2015. Der Titel Deutschland erwache ist natürlich provokativ, das weiß ich. Deswegen habe ich ihn ja auch gewählt. Und darunter steht, bevor es zu spät ist. Ein Spaziergang in Gedanken an Martin Luther und das deutsche Volk, die gemeinsam dafür sorgten, dass das dunkle Mittelalter seinen Abschluss fand. Nun werde ich dieses Video heute Abend wieder hochladen, also heute Abend werde ich eine Einleitung zu diesem Video produzieren und werde es morgen am 29. August auf meinem Kanal wieder hochladen, also dann ist das, was wir hier jetzt sehen, natürlich schon längst Geschichte. Aber ihr seht, dass ich es hier ankündige und ich werde das Video nennen, in Deutschland nach 3 Jahren gesperrt, hier jetzt schauen. Ja, so werde ich das Video nennen, dann hat das nicht so einen Titel wie Deutschland erwache, weil ich rede hier in den 3 Minuten 34, wo ich hier gerade bin, zum Beispiel, ich habe gesagt, ich gucke es mir selbst nochmal an, da rede ich gerade über Adam und Eva und wie die Schlange Eva verführt hat als das schwache Geschlecht. Ich weiß nicht, wo das politisch extrem oder was haben sie hier noch gesagt, was soll das noch sein, politisch extrem ist oder Ansätzen zum Hass. Ja, vielleicht sollte man die Schlange hassen, wenn man sowas liest. Okay, aber selbst dazu setze ich nicht an. So, jetzt mache ich meine E-Mail hier mal eben aus. Also, dieses kleine Einladungsvideo finde ich deswegen so notwendig, weil ich euch schon immer erzählt habe,
Die Inquisition kommt zurück in rasenden Schritten. In der Hinsicht, dass die Kontrolle immer schlimmer wird. Und dass man sich Videos, die man interessant findet und die man findet, dass sie Wahrheit beinhalten, aus dem Internet ganz dringend runterladen sollte auf seinen eigenen Computer, auf eine extra, auf ein externes Speichermedium wie eine extra Disk oder USB-Stick oder was auch immer, um diese Dinge für die Nachwelt zu erhalten. Dieses Video, ich kann sehen, ja warum, ich bin in Belgien. Dann gehe ich auf den YouTube-Editor, ich mache das jetzt hier nicht, aber ich habe das gemacht, bin auf den YouTube-Editor gegangen, da ist noch nicht mal eine Vermeldung bei geschrieben, dass das in Deutschland nicht sichtbar ist. Aber für Deutschland ist dieses Video gesperrt. Da ich hier in Belgien bin, kann ich es natürlich sehen. Aber von den 2830 Menschen, die es angeschaut haben, werden wahrscheinlich die meisten Deutschen sein. Schauen wir doch mal eben, gehen wir in die Analyse dieses Videos. Und da sehen wir, wenn das geladen ist, laden. So, letzte 28 Tage, kann man auch die ganze, kann man die ganze Zeit machen. So, immer. Dann lädt er nochmal neu und gibt die Statistiken für die ganze Zeit, seit es hochgeladen ist. 12.000 Minuten angeschaut, im Schnitt 5 Minuten. Wow, ja, dann haben die Leute unglaublich viel gelernt davon. 2.379 Wiedergaben. Und wo kommen die Leute her, die sich das anschauen? Schaut mal hier, Deutschland 80%. Österreich 8,4%, Schweiz 5%, Vereinigte Staaten von Amerika 1,5% und aus Niederlande 0,8%. Hauptsächlich Männer. Ja? 80% der Leute, die dieses Video geschaut haben, sind Deutsche. Und diesen 80% ist dieses Video jetzt genommen worden. Und dieses Video, meine lieben Brüder und Schwestern, ist ja nur ein Beispiel. Ich habe noch andere Beispiele. Ich habe Videos gemacht von oder hochgeladen von Justice Mullins. Ich habe das jetzt inzwischen runtergeholt, weil das dreimal bereits einen Strike bekommen hat gegen die Community-Richtlinien. Immer denselben Strike. Dreimal dasselbe Video. Auch bescheuert bei YouTube. Das hatte im Titel irgendwas mit der Nazi-Zionist Party. Da hat Justice Mullins die über das Havara-Abkommen die Verbindung gelegt zwischen der Nationalsozialistischen Partei und den Zionisten, ja, den wirklichen Juden-Zionisten, ja, die ja zusammengearbeitet haben. Also, da wollte ich jetzt nur mal eben drauf hinaus. Es ist so wichtig, meine liebe Brüder und Schwestern, dass wenn ihr ein Video interessant findet und nach eurem Urteil findet, dass da eine nennenswerte Wahrheit drin ist, dass ihr euch das Video runterladet. Weil dieses Deutschland erwacht, könnt ihr jetzt in Deutschland nicht mehr sehen. Morgen, wie gesagt, lade ich es wieder hoch mit einem anderen Titel und es wird wahrscheinlich nur aufgrund des Titels sein. Das Witzige ist ja, ich habe mich dann ja erkundigt mit diesem Gesetz. So, schaut mal. Das hat mir der Michael dann als Screenshot geschickt. Das ist die Seite, die ich hier nicht erreichen konnte. Ja, da war ich hier, wie ihr seht, über Skype mit Michael verbunden. Da steht hier YouTube und das NetzDG, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Was ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Am 30. Juni 2017 hat der Bundestag das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verabschiedet. Durch dieses Gesetz wird geregelt, wie einige soziale Medien mit Rechtsbeschwerden im Zusammenhang mit Inhalten umgehen sollen, die konkrete Straftatbestände des deutschen Strafrechts erfüllen und die maßgeblich die folgenden Kategorien betreffen: sexuelle Inhalte, Gewaltinhalte, Hassrede oder politisch-extremistische Inhalte, schädliche oder gefährliche Inhalte, terroristische oder verfassungsfeindliche Inhalte, Verleumdung oder Beleidigung und Privatsphäre. Die konkreten Straftatbestände sind in § 1 aufgelistet. Und das Wichtigste ist hier unten. Wenn du ein Video melden möchtest, das deiner Meinung nach gegen die YouTube-Community-Richtlinien verstößt und auch gemäß den vom NetzDG erfassten Straftatbeständen rechtswidrig ist, deiner Meinung nach, klicke auf das Kästchen "Ich bin der Meinung, dass dieser Inhalt gemäß dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz Durchsetzungsgesetz eingeschränkt werden sollte, neben der Funktion zum Melden von Inhalten auf youtube.com. Jeder Idiot, der ein Video anschaut, kann also wegen seiner Meinung
so ein Video angeben und damit dafür sorgen, dass Videos ganz schnell gelöscht werden. Und dass Videos gelöscht oder verboten werden und dass Kanäle im Endeffekt nachher geschlossen werden. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist genau dasselbe, meine lieben Brüder und Schwestern. Das ist ganz genau dasselbe wie in der Inquisition. Wo man seinen Ankläger nicht kannte, wo man nicht wusste, weswegen man angeklagt wurde. Man konnte sich auch nicht verteidigen, man durfte sich nicht verteidigen. Man war einfach nur da, um verurteilt zu werden. Und selbst wenn man in der Inquisition später seine nach Ansicht der römisch-katholischen Kirche ketzerischen Absichten widerrufen hat, dann wurde man noch ermordet nach der Folter. Erkundigt euch mal, wie die Inquisition lief, meine Lieben. Erkundigt euch mal, wie die Inquisition lief. Ich habe da etwas vorbereitet. Natürlich, ich habe immer etwas vorbereitet. Ich mache ja diese Buchlesung von diesem Buch. Wo ist denn das hier? Lia, hier. Geschichte der Inquisition. Könnt ihr ja mal schauen. Das sind ein paar Bilder, die ich da bis jetzt schon drin gespeichert habe. Ich habe 22 Videos habe ich davon fertig. Ja, das sind alles Bilder, die ich damit reingearbeitet habe bis jetzt. Das geht über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Der erste Band hat etwas über 600 Seiten. Es sind drei Bände von in total beinahe 2000 Seiten, die ich lese. Wann ich sie auf meinem Kanal veröffentliche, weiß ich nicht. Kommen ja immer irgendwelche Dinge dazwischen. Jetzt im Augenblick lese ich Hinter den Diktatoren, weil der Bruder Viktor das spontan so übersetzt hat. Das wusste ich ja nicht, das hatte ich nicht geplant. Jetzt kommt die andere Übersetzung dazwischen, Romanismus und die Reformation. Und wieder habe ich nicht die Möglichkeit, die Geschichte der Inquisition im Mittelalter hochzuladen. Aber trotzdem werde ich es tun. Ich quetsche das da irgendwann zwischen. Im September werde ich damit anfangen. Und da werdet ihr viele Bilder sehen über die Verfolgung, hauptsächlich über die Verfolgung von Christen und so weiter. Hier zum Beispiel die Katharer, gegen die ein Kreuzzug gemacht wurde. Ja, die Katharer waren keine 100% bibelgläubigen Christen, das stimmt. Aber deswegen ist es trotzdem noch lange nicht rechtens, sie auszulöschen. Ne? Also, nur mal eben als kleine Idee dazu, mit der Geschichte der Inquisition beschäftige ich mich viel mehr, als viele von euch das bis jetzt vielleicht getan haben. Ich gebe euch aber die Möglichkeit, durch meine Buchlesung Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, veröffentlicht Ende des 19. Jahrhunderts, zu folgen und darüber zu lernen und dann zu sehen, wie Geschichte sich wiederholt. Und dass wir heute in 2018 verdammt nochmal in derselben Situation sind, wie wir vor 800 Jahren, vor 1000 Jahren waren. Und da werden wir wieder hingeführt durch die Jesuiten. So, das musste ich jetzt mal eben loswerden. Ich kann im Grunde diese Einleitung wahrscheinlich rausschneiden und kann das als Einleitungsvideo für Deutschland erwache, den wieder hochladen, gebrauchen. Werde ich mal sehen, ob ich das mache. Aber das musste ich mal eben loswerden. Ja, Viktor, du wusstest das ja auch nicht, dass ich jetzt darüber schnacken wollte. Hast du jetzt da vielleicht eine Meinung zu dem, was ich gerade jetzt hier gesagt habe, bevor wir mit unserer Buchlesung anfangen, Bruder? Also ich finde es gut, dass du das jetzt nochmal dokumentierst und so auch festhältst. Ja, ist wichtig, finde ich schon, darüber jetzt das nochmal anzusprechen. Und ja, ich meine, wie war es damals auch zu der Zeit jetzt über das Buch, über das wir sprechen? Da hat man ja Bücher verbrannt und sicherlich auch dafür gesorgt, dass ja die Wahrheit in gewisser Maßen wieder unterdrückt wird. Ist ja wieder beispielhaft, dass es dann natürlich auch wieder Deutschland betrifft, weil ja, wir wissen ja, Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche und ja, man darf da letztendlich nichts anbrennen lassen, ne? Also, nee. Und es ist ja eigentlich absurd, wenn man sich jetzt wirklich nochmal mit dem Inhalt, also ich würde es mir auch nochmal dann ansehen, nochmal das Video, also ne, welche Gründe man da jetzt anführt, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, aber spielt ja letztendlich keine Rolle, denn ja, also man sieht ja, ne, die Zensur, die schlägt dann ja auch so willkürlich schon so um sich. Naja, weil, guck mal, mich hat man darüber überhaupt nicht von informiert. Ich weiß nichts von einer Klage von Deutschland wegen diesem Gesetz gegen mein Video. Ich weiß nicht, weswegen ich angeklagt bin. Und ich verstehe auch nicht diese Scheißmeldung von YouTube nach dem Motto, wir haben uns das Video angeschaut und wollen deswegen dein Video in Deutschland nicht zeigen. Schaut's euch dann an und hört mal zu, was ich da sage. Nichts von dem, was ich angeklagt werde, spreche ich in dem Video von. Da könnt ihr euch von überzeugen, weil ich lade es ja morgen wieder hoch. Lächerlich. Man kann sich überhaupt nicht verteidigen. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich hingehen soll. Ich habe nirgendwo von niemandem eine Klage empfangen für irgendetwas. Weder über elektronisch, noch über normale Post. Ja. Ja. Ja, sprich mal weiter. Wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, ist offensichtlich auch der Zeitgeist momentan so ein bisschen, ne, der das auch so widerspiegelt, ne? Also je nachdem, wo man letztendlich seine Mitmenschen oder auch jetzt, wenn ich jetzt von meinem Volk jetzt spreche, die Menschen so ein bisschen die Wahrheit oder die Nase reiben möchte, ne, dann ist das wird das gleich unterdrückt, ne? Ja. Beziehungsweise es ist, was ich jetzt so mein Verdacht ist, dass das vielleicht jetzt was mit dem Titel zu tun hat, ne? Aber wenn man sich jetzt den Inhalt, ne, sich den anguckt oder sich den anhört, dann wird man feststellen, dass da jetzt nicht weder jetzt Hass, Aufruf zum Hass oder zum einer Ideologie oder Gedankengut, ne? Also das, ja, ist ja nicht der Fall. Nee, und vor allen Dingen, es kann ja wohl nicht angehen, dass der Titel eines Videos gebraucht wird, um ein Video wegen seinem Inhalt anzugeben. Und Deutschland erwache, das sind keine verbotenen Worte, ne? Deutschland ist Nein, nicht kein verbotenes Wort und erwache ist kein verbotenes Wort. das ist sicherlich auch schon von Ne? vielen Schriftstellern in der Vergangenheit benutzt worden. Ja. Also da gibt es, denke ich, unzählige Beispiele, wo in, sage ich mal, sinngemäßer Art und Weise auch die Mitmenschen und das Volk versucht wurde, ja, wachzurütteln. Ja. Und das ist letztendlich ja jetzt kein Aufruf zur Gewalt oder zum Hass, sondern in erster Linie, das möchte ich ja auch nochmal betonen, wird hier immer alles auf Grundlage der Bibel behandelt und durchleuchtet. Und dementsprechend auch immer mit dem Lösungsansatz der Bibel auch, dass wir hier deine Zuschauer damit konfrontieren. Richtig. Ich setze ganz sicher nicht zu Gewalt oder zu Hass an. Im Gegenteil, ich will den Leuten nur deutlich machen, was hinter der Bühne vonstatten geht und decke das auf. Und deswegen rufe ich nicht zur Revolution oder Rebellion gegen die Herrschenden auf, sondern ich bete dafür, dass die einsehen, mit was für einem Blödsinn sie beschäftigt sind. Bete dafür, wie Jesus uns befohlen hat, auch für unsere Feinde zu beten, dass sie ihre Fehler einsehen und dass sie sich bekehren können. Und bete dafür natürlich, dass Gott uns die Stärke gibt, durchzuhalten. Ja? Ich meine, das ist jetzt erst der Anfang. Früher habe ich Copyright-Strikes auf meinem YouTube-Kanal gehabt, also wegen Urheberrechtsverletzungen, weil ich Videos gespiegelt habe, die nicht meine waren. Dann habe ich damit gestoppt und habe nur noch meine eigenen Videos hochgeladen. Und jetzt passiert das mit meinen eigenen Videos. Da kriege ich dann auf einmal Community-Richtlinien-Strikes und halt sowas, wo ich gegen ein Gesetz verstoße, von dem ich A, nicht wusste, dass es das gibt, B, lebe ich nicht in Deutschland, interessiert mich das im feuchten Kehricht. Und C, habe ich nicht gegen das Gesetz verstoßen, aber da könnt ihr euch auch selbst von überzeugen, wenn ihr es anschauen wollt. Ja, komm, ich wollte es jetzt auch nicht zu lang machen und in eine zu lange Diskussion ausarten lassen. Lasst Nein, uns. das kann ich auch gut verstehen, aber ich wollte noch mal vielleicht eine Sache, die mir jetzt da noch eingefallen ist, und zwar waren das jetzt so zwei Wörter, nämlich die Kunstgriffe des Teufels, ne? Oder die listigen Kunstgriffe des Teufels sozusagen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Stelle das war, aber du weißt, welche, wahrscheinlich, welche ich meine jetzt aus der Bibel. Das ist, glaube ich, in. Ich weiß nicht, wir müssen uns vorsehen, weil der Teufel halt sehr ja im Detail sitzt und weil der Teufel auf eine sehr fiese Art und Weise vorgeht, natürlich. Das ist seine Art und Weise, um zu arbeiten. Auf welche Bibelstelle du jetzt raus willst, muss ich dir ehrlich sagen, weiß ich jetzt im Augenblick nicht, nein. Ich werde sie vielleicht noch mal im Laufe der Lesung, beziehungsweise ich werde sie sonst nach der Lesung, werde ich dann an der Stelle da noch mal nachhaken. Ja, kannst du ja mal schauen, wenn du es während der Lesung findest, prima, und dann unterbrichst du mich halt, und dann wirst du das zur Sprache bringen. Alles klar. Ich Gut. werde dann jetzt weiterfahren in dem Kapitel 8, das heißt Nazi-Sozialismus und katholische Rekultivierung. Ja, da sollte ich mir vielleicht auch überlegen, ob ich das Video vielleicht anders nenne, wenn es rauskommt. Wenn ich Nazi-Sozialismus und katholische Rekultivierung schreibe, werde ich vielleicht auch wieder, kriege ich wieder dieselbe. Vor demselben Vorwurf wie bei dem Video von Deutschland erwache, wer weiß das schon. Also, wie auf jeden Fall auch, wir sind bis hier zu dem grünen Satz gekommen, aber ich gehe nochmal eben den Absatz hier zurück, um das nochmal vorzulesen, dass wir in die Lesung wieder reinkommen. Und wie gesagt, nehmt euch das zu Herzen, was Viktor und ich jetzt gerade eben zur Einleitung hier gesagt haben. Wir sagen das nicht, weil wir
das nicht wichtig finden, sondern eben weil es immens wichtig ist, sich eben solche Sachen vom Internet runterzuladen und bei sich selber zu archivieren. Also, die Verwirrung der Öffentlichkeit über die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Nazi-Sozialismus ist darauf zurückzuführen, dass nur wenige Menschen das Innenleben der katholischen Kirche genau kennen. Vor allen Dingen, weil die meisten Menschen eben glauben, die katholische Kirche stehe für Christentum, was eben nicht der Fall ist. Sie wurden dazu gebracht zu glauben, dass der Katholizismus ein streng einheitliches System ist. Die Wahrheit ist, dass es nicht die wunderbare Einheit ist, wie es allgemein scheint. Wie alle Natur- und Geschichtsphänomene unterliegt auch die katholische Kirche dem Gesetz der Polarität und der philosophischen Widersprüche. Es hatte immer sein konservatives, sein reaktionäres Element gegen gegnerische liberale Gruppen. Um also den Status der katholischen Kirche in Bezug auf den Nationalsozialismus vollständig zu verstehen, ist es notwendig, die Details dieser gegensätzlichen Tendenzen und Kräfte innerhalb der kirchlichen Organisation zu kennen. Geschichte allein kann den Schlüssel zum Geheimnis liefern. Naja, Lesung 2 starten, das schmeißen wir weg. So. Und eben deswegen probiere ich die Leute so viel in Geschichte zu unterrichten. Und zwar Geschichte auf Basis der Bibel. Wir dürfen uns natürlich nicht wundern, dass das verboten wird, weil schließlich verbietet die römisch-katholische Kirche das Lesen der Bibel seit 2000 Jahren. Nun, ein herausragender katholischer Historiker, Josef Schmidlin, da habe ich dann auch ein Bild vorbereitet, da hat mich Victor noch darauf hingewiesen vorhin, hier. Und ein anderes Bild habe ich nicht gefunden, aber ihr wisst ja, wie das ist. Je nachdem, in welchem Land man ist und welche Suchmaschine man gebraucht, kriegt man nur bestimmte Informationen. Wenn ich jetzt aus Schweden kommen würde, würde ich ganz andere Informationen kriegen als aus Deutschland oder aus Belgien heraus. Ich habe halt nur dieses eine Bild gefunden. Dieser herausragende katholische Historiker Josef Schmidlin, und bei dem habe ich hier auch einen Wikipedia-Link beigefügt, dass ihr ihn euch auch selber untersuchen könnt, zeichnet ein klares Bild der verschiedenen Fraktionen, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der katholischen Kirche bestanden, und wie der Sieg des unnachgiebigen Jesuitenordens zum Aufstieg des Faschismus führte. Das Folgende aus seiner Publikation »Die Päpste der Neuzeit« hat es auf den Punkt gebracht. Also seine Publikation heißt »Päpste der Neuzeit«. Das ist hier nicht deutlich mit Anführungszeichen gemacht, aber spielt keine Rolle. So heißt das jedenfalls. Und dann gehen wir hier auch noch in eine Fußnote rein und da lesen wir, das ist also aus dem dritten Band Seite 1 genommen, dieses Zitat. Das lautet wie folgt. Die Geschichte der Päpste im 19. Jahrhundert zeigt eine Abfolge divergenter Systeme, die einander folgen wie ein Spiel der Opposition und der Mächte, die nach der Beherrschung streben, wobei zuerst die eine Seite gewinnt, und dann die andere. Aha, aha, aha. Ja, das hatte ich doch schon mal gesagt. Da hatten wir doch bereits in dieser Lesung gelernt über die Jesuitenagenda. Ja, dass der sich auf die, dass sie sich auf die Seite der Kombattanten stellen, heimlich mit deinem Jesuitenbruder austauschen, der sich auf der anderen Seite engagiert, aber offen gegen das ist, womit du verbunden bist, nur dass die Kirche am Ende unter den in den Friedensverträgen festgelegten Bedingungen der Gewinner sein wird und dass der Zweck die Mittel heiligt oder rechtfertigt. Ja, genau das hatten wir schon gelesen und genau das nimmt der Josef Schmidlin hier in seinem Buch im Zitat auf. Wobei zuerst die eine Seite gewinnt und dann die andere, weil beide Seiten werden gespielt von derselben Mannschaft. Aha, aha. Auf der einen Seite bemühen sich die Eiferer in einer unnachgiebigen und intoleranten Weise, feste Traditionen und Orthodoxie zu bewahren. Der Fortschritt der modernen Zivilisation und der liberalen Errungenschaften, die auf die großen Revolutionen folgen, sind die unermüdlichen Feinde der römisch-katholischen Kirche, des Staates und des Prinzips von Autorität. Auf der anderen Seite sind die Liberalen, die durch einen gerechteren politischen Sinn bestrebt sind, sich von den traditionellen Beschränkungen der alten Ideen zu lösen und sich mit dem modernen Fortschritt zu versöhnen und in Frieden mit den liberalen Staaten und Regierungen leben und die Kirche als eine geistige Kraft in der zeitgenössischen Zivilisation zu integrieren.
Von Anfang an hat dieses kriegerische Spiel der Gegensätze, das viele Leute auch verstehen als Hegelsche Dialektik, in der römischen Kurie, also in der römischen Hierarchie bei den Kardinälen und insbesondere im Kardinalskollegium stattgefunden. Am deutlichsten wird dies in den päpstlichen Konklaven, die zur Bühne dieses Theaters divergierender Tendenzen werden, um sich später in den Haltungen der aufeinanderfolgenden Päpste offen zu äußern. Denn die Päpste unterstützen die eine oder andere dieser Tendenzen und personifizieren sie mit ihrer Innen- und Außenpolitik nach der Besteigung des Papstthrons. Ende Zitat. So kann man sehen, dass die katholische Kirche zwischen zwei großen unversöhnlichen Fraktionen hin und her gerissen ist, die den beiden gegensätzlichen Ideologien des Faschismus auf der einen und der Demokratie auf der anderen Seite entsprechen, die gegenwärtig auf der ganzen Welt um Leben und Tod kämpfen. Es sind zwei verschiedene Strömungen, deren Auswirkungen in allen Gliedern der Kirche zu spüren sind. Sie sind besonders in Zeiten der Papstwahl aktiv und gehen zu jeder Zeit über das Gebiet der Religion hinaus und beeinflussen zutiefst die politischen und sozialen Angelegenheiten. Ihre Wirkung ist in jeder Phase des sozialen und politischen Lebens in den Vereinigten Staaten leicht zu erkennen. Und nicht nur in den Vereinigten Staaten. Ja? Eine weitere Bemerkung, die an die Großvateruhr erinnert, die ich ja letztes Mal auch in dem Bild mit reingeholt habe, wie ihr euch daran erinnert. Ja? Das Pendel, das von rechts nach links schlägt, genau das, was hier der Autor schreibt, lässt uns da wieder dran erinnern. Der Kampf zwischen diesen beiden verfeindeten Fraktionen ist seit der Zeit der Enzyklopädisten immer deutlicher geworden. Der Geist des Fortschritts hatte sich im 18. Jahrhundert auch innerhalb der katholischen Kirche so stark entwickelt, dass Antichrist Papst Clemens XIV., wo andere Päpste versagt hatten, erfolgreich die Jesuitengesellschaft, die damals wie heute die Intoleranz vertrat, unterdrücken konnte. Ja? Die Jesuitengesellschaft, die damals wie heute die Intoleranz vertrat. Die Jesuiten haben sich nicht geändert. Nicht vor ihrem Verbot, während ihres Verbots auch nach ihrem Verbot. Sie waren immer dasselbe. Und er hätte es niemals tun können, Antichrist Papst Clemens XIV. Er hätte niemals den Orden der Jesuiten verboten lassen können, wäre es nicht der Wunsch und Plan des damals herrschenden Generals der Gesellschaft Lorenzo Ricci gewesen. Ja, den Text mal ein bisschen größer machen hier. Hier alles mit bei. Schaut euch meine Videos über Herrscher des Bösen an und versteht, dass Antichrist Papst Clemens XIV. Die ganze Zeit während seines Pontifikats ein Schüler von Lorenzo Ricci war. Meine Spielliste Herrscher des Bösen findet ihr zum Beispiel auf meinem Zweitkanal hier, Jogglers War und Disinfo. Als Spielliste hier Herrscher des Bösen. Die beinhaltet in total, meine ich, 13 Videos, wenn ich mich nicht irre. Wobei Teil 4 aufgeteilt ist in zwei Dinge, nämlich Miranda Prosus, Kasuistik, Miranda Prosus und Inter Mirifica. Da habe ich zwei extra Teile von gemacht. Das sind in total 13 Teile. Das ist halt über das Buch Herrscher des Bösen, das jetzt, wie ich letzten Sonntag erfahren habe, durch eine Person, die sich angemeldet hat für die Lesung in der Gruppe damit bei zu sein von Romanismus und die Reformation, der wird dieses ganze Buch Rulers of Evil, Herrscher des Bösen ins Deutsche übersetzen. Ob ich mich dann nochmal daran mache, das ganze Buch in Deutsch auch zu lesen, nachdem ich es bereits in Englisch gelesen habe und in Deutsch die Zusammenfassung gemacht habe, weiß ich nicht. Aber schaut euch ruhig das an, googelt einfach nur Herrscher des Bösen, dann kommt ihr sicher bei mir irgendwo zurecht. Ihr findet das Buch, wenn es bis dahin übersetzt ist, wahrscheinlich auf archive.org. Ihr findet das Papier der Übersetzung, das ich gemacht habe, veröffentlicht auf archive.org. Und ihr findet die Videos und Spielliste auf YouTube und schaut es euch bitte schön an. Dann lernt ihr über den Lorenzo Ricci, ja, der meines Erachtens der erfolgreichste General der Jesuiten war, die dieser Orden überhaupt jemals vorgebracht hat. Und das Verbieten des Jesuitenordens 1773 durch Antichrist Papst Clemens XIV. War von Lorenzo Ricci geplant und gesteuert. Das lernt man eben, wenn man das Buch Rulers of Evil liest, Herrscher des Bösen, oder eben auch meine Zusammenfassung davon schaut, die ich gemacht habe. Trotz des unwiderruflichen Dekrets,
Ja, das ist ein unwiderrufliches Dekret. Der Papst hat damals eine päpstliche Bulle erlassen mit dem Namen Dominus ac Redemptor, mit dem die Jesuiten verboten wurden, mit dem also im Grunde die päpstliche Bulle ihrer Inauguration, also ihrer Indienststellung 1540 durch Papst Paul III. Regimini Militantis Ecclesiae aufgehoben wurde. Das Problem ist nur, laut römisch-katholischem Recht kann eigentlich eine Bulle nicht aufgehoben werden. Das römisch-katholische Recht besagt, dass eine Bulle, sobald sie veröffentlicht ist vom Papst, Teil, unveränderlicher Teil des römisch-kanonischen Rechts wird und nicht aufgehoben werden kann. Aber die machen sich halt, sie halten sich an das Motto von Pippi Langstrumpf. Die sagt, widdi widdi witt, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Ja? Und die Jesuiten machen sich die Gesetze, wie sie wollen. Warum? Ja, das haben wir gelernt in der Buchlesung von Griesinger, wo wir gelernt haben, dass Papst Paul III. Nach Regimini Militantis Ecclesiae 1543 die Bulle In Junctum Nobis veröffentlicht hat, womit er den Jesuiten carte blanche, totale Handlungsfreiheit gegeben hat. Der General der Jesuiten konnte ab dem Augenblick die Verfassung ändern. Ganz so wie er wollte. Das heißt, er ist der absolute Alleinherrscher, nicht nur über den Orden der Jesuiten, sondern wenn er seine Herrschaft über das ganze Papsttum, über die ganze römisch-katholische Kirche ausweitet, ist er der Herrscher über den ganzen Katholizismus ebenso. Ja? Dafür gibt es eine Bulle. So, und jetzt kommt der Papst Clemens der 14. dahin. Ja? Wollen wir eben sehen, ob ich da ein Bild von habe. Jetzt stellt der sich dahin, der Clemens der 14. 1773 und meint, er könne jetzt die Jesuiten verbieten. Ja? Haben wir ein Bild hier von ihm? Gebe ich mir mehr als das eine oder habe ich dieses eine Bild? Dieses hier auf jeden Fall. Ne? Das ist Papst Clemens der 14. Der hat die Jesuiten 1773 verboten. Und der stellt sich dahin und lässt eine Bulle und verbietet damit die Jesuiten. Wenn aber das Gesetz in der römisch-katholischen Kirche dermaßen richtig ist, dass die eine Bulle eine andere Bulle nicht aufheben kann, dann ist im Grunde die Bulle von dem Clemens dem 14. nichtig und damit ist der Orden überhaupt nicht aufgehoben. Und das war genau das, auf das sich Ricci später berufen hat und auf das sich die späteren Generäle des Jesuitenordens berufen haben. Wir wurden nie verboten, weil wir können nie verboten gewesen sein, weil du kannst eine vorhergeschriebene Bulle nicht aufheben. Gut, das war jetzt hier Papst Clemens der 14. Der nächste interessante Papst ist Pius der 7. Wollen wir eben sehen. Müsste ich auch ein Bild von haben. Weil dieser Pius der 7., der am Anfang des 19. Jahrhunderts regiert hat, und das sehen wir hier sehr schön, hier ist er im Bild. Und hier ist, wie sich Napoleon selbst die Krone aufsetzt im Beisein dieses Papstes. Er sagt, Napoleon sagt sich, ich kröne mich selber, weil derjenige, der mich krönt, der kann mir die Macht auch wieder nehmen. Du Papst setzt mir nicht die Krone auf, weil dann kannst du sie mir auch wieder abnehmen. Ich setze sie mir selbst auf. Das war eine Erniedrigung des Papstes, was Napoleon da gemacht hat. Natürlich hat er das gemacht, konnte er sich ja auch erlauben. Napoleon war kontrolliert von den Freimaurern, die kontrolliert waren von den Jesuiten oder Illuminaten, wie ihr das auch zu der Zeit nennen wollt. Auf jeden Fall hat dieser Papst Pius der 7. mit einer weiteren päpstlichen Bulle, auf deren Namen ich jetzt im Augenblick nicht komme, ich kann ja nicht all die päpstlichen Bullennamen im Kopf behalten, den Jesuitenorden wieder in Arbeit gestellt, 1814. Tja, und komischerweise hatten wir ein Jahr später, 1815, Waterloo und Napoleon wurde geschlagen. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Seht ihr, wie faszinierend Geschichte sein kann? Es ist einfach unglaublich. Könnt ihr da stundenlang über lamentieren. Halt, dieser Papst Pius der 7. hat den Jesuitenorden wieder in Arbeit gestellt. Und dann der spätere Papst, Leo der 13., hat all die, da gehen wir auch eben mal noch ein Bild von mit rein, Leo 13, das ist der Nachfolger von Papst Pius dem 9. im 19. Jahrhundert, Pio Nono, habe ich ja schon öfter erwähnt, hier sitzt er, und der hat mit einer weiteren Bulle dafür gesorgt, dass alle
Freiheiten, alle Gesetze, die jemals für die Jesuiten geschrieben wurden und die eingezogen wurden, alles wieder in Wirkung gestellt ist. Das ganze Verbot des Jesuitenordens von 1773 durch Papst Clemens XIV. Hat im Grunde niemals stattgefunden. Und ja, dieser Papst Leo XIII. Ist es auch, der in den Memoiren von Kaiser Friedrich Wilhelm II. Aufgeführt wurde, der sagte zu dem Kaiser, dass er wünsche, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche werde. Seht man hier das Sonnensymbol hinter ihm, davon abgesehen. Ne? So, ja, der kleine Geschichtsausflug ist jetzt mehr oder weniger beendet, aber da wollte ich doch mal eben fragen, ob Victor da vielleicht auch eine Meinung zu hat, zu dem, was ich jetzt hier die ganze Zeit so außerhalb des Buches erzählt habe. Ja, auf jeden Fall ist das ein sehr wichtiges Thema, was du da angesprochen hast. Sollte man sich auf jeden Fall mit vertraut machen. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter das jetzt noch da jetzt noch weiter auch drauf eingehen, weil du das an sich schon ganz gut kurz zusammengefasst hast. Ja, auf jeden Fall. Auch meine Empfehlung, nur die Spielliste, Herrscher des Bösen. Und ja, da bin ich natürlich auch demjenigen sehr dankbar, der sich jetzt nochmal die Aufgabe ja auch zugemutet hat, das nochmal komplett zu übersetzen. Ich denke, da wirst du mir zustimmen, wenn man Herrscher des Bösen mit ja auch dem hinter den Diktatoren und die verborgene Geschichte Jesuiten, das fällt mir jetzt noch so ein, alle Wege führen nach Rom und natürlich als allererstes die Bibel. Ich denke, wenn man damit ausgestattet ist, dann ja, doch kann man doch relativ gut durchblicken und durchschauen, in welcher Welt wir leben. Ja, dem kann ich im Grunde nichts mehr zufügen, Victor. Das hast du gut gesagt. Also lesen wir weiter. Trotz des unwiderruflichen Dekrets, ja, haben wir ja gerade drüber gesprochen, von Antichrist Papst Clemens dem 14. Wurden die Jesuiten jedoch nach dem Sturz Napoleons von Pius dem 7. wieder an die Macht gebracht. Das Bild habt ihr gerade gesehen. Ja. Die Jesuiten erlitten während ihrer 40-jährigen Verbannung schwere Verluste, steht hier. Und das ist auch richtig. Sie haben eine ganze Menge Jesuiten geopfert. Vor ihrer Unterdrückung kontrollierten sie praktisch die gesamte Bildungsarbeit in europäisch-katholischen Ländern. Im Jahre 1749 hatten sie 639 Kollegien mit jeweils bis zu 2000 Studenten. Allein in Frankreich hatten sie 40.000 Studenten. Tja. Und dann gibt es eben nochmal einen Kommentar von mir. Ich kann nicht anders. Ich muss diesen Teil von Lehmanns Annahme hier nicht kommentieren, was die Bildungsarbeit angeht, die sie davor hatten und die sie dann mit ihrer Verbannung wohl verloren hatten und auch was ihre schweren Verluste angeht. Das muss ich nicht kommentieren, denn als treuer Zuhörer zu meinen Videos wisst ihr, dass die Verbannung der Gesellschaft nur ein aufgeblasener Deckmantel war, ja, wie Tapper Saucy das in seinem Buch Herrscher des Bösen genannt hat, Blown Cover as Cover, ja, ein aufgeblasener Deckmantel, um etwas anderes zu verbergen, um den Orden zu säkularisieren, also zu verweltlichen, wie sie es auch erfolgreich taten. Wer wirklich glaubt, dass die Gesellschaft Jesu während oder nach der Verbannung an Kraft verloren hat, der hat nicht einmal einen Bruchteil der Taktik des Ordens verstanden und es wäre Zeitverschwendung, hier und jetzt darauf einzugehen. Versteht dann bitte, Verbannung oder nicht, die Jesuiten haben die totale Kontrolle über alle Medien, Bildung, Wissenschaft, Politik und so weiter und waren zu jeder Zeit seit ihrer Gründung direkt oder indirekt eine Organisation oder Gesellschaft, die je nachdem geheim oder offen agiert. Ihr müsst nur die Sun Tzu-Techniken der Kunst des Krieges verstehen, die die Jesuiten erfanden und ihre Vorteile voll ausspielen. Sun Tzu. Da hatte ich ja auch in der letzten Sendung, glaube ich, drüber gesprochen und hatte ihn kurz erwähnt. Sun Tzu, dem sein Buch The Art of War, die Kunst des Krieges, von dem Jesuiten Amiot 1732 ins Französische übersetzt wurde. Seht ihr hier, das gibt es auch in Deutsch als eine Übersetzung, die Kunst des Krieges von Sun Tzu. Das wird in Tapper Saucys Buch ausführlich beschrieben.
Hier sehen wir das deutsche Buch. Neue deutsche Übersetzung mit einer Einleitung von Markus Vatterlin. Das könnt ihr also im Internet leicht finden und nachschauen. Hier zum Beispiel eine seiner Regeln. Sei so subtil, dass du unsichtbar bist. Sei so mysteriös, dass du nicht erfassbar bist. Wenn du deines Rivalen Schicksal kontrollieren möchtest. Das ist eine der Aussagen von Sun Tzu hier. Aber ein anderes Bild von Sun Tzus Art of War. Jeder Kampf ist gewonnen, bevor er ausgefochten wurde. Ein ganz wichtiger Satz. Wer nämlich glaubt, dass man in den Krieg zieht und in einer Schlacht irgendetwas erreichen kann, was nicht vorher bereits bestimmt wurde, dass es erreicht werden soll, der hat keine Ahnung von Kriegsführung. Es gibt diesen berühmten Satz, in der Politik passiert nichts, was nicht vorher geplant ist. Und Krieg ist lediglich die Fortsetzung von Politik ohne Diplomaten, nämlich mit Soldaten. Aber im Grunde ist Krieg nichts anderes als die Fortsetzung von Politik. Und auch im Krieg passiert nichts, was nicht vorher auf eine bestimmte Art und Weise geplant wurde. Wenn es nicht geplant gewesen wäre, dass die Deutschen ihren Russlandfeldzug verlieren würden, wenn es nicht geplant gewesen wäre, dass die Amerikaner trotz hoher Verluste am D-Day in Frankreich gelandet sind und damit dann die europäische Küste gestürmt hätten und dafür sorgten, dass der Weltkrieg zu Ende geht. Wenn das so nicht geplant wäre, dann wäre es nicht passiert. Alles ist vorher geplant und jede Schlacht ist im Grunde gewonnen, bevor ich überhaupt die paar Figuren, sage ich jetzt mal, die Mannequins auf das Schachbrett setze und hin und her bewege. Bevor ich das überhaupt mache, ist alles schon beschlossene Sache. Und keiner, der da was gegen anrichten kann. Ein schönes Beispiel ist übrigens der Film Hamburger Hill, der über den Vietnamkrieg geht, aus den 80er Jahren, den ich damals gesehen hatte. Schönes Beispiel, wie man Menschen opfert für etwas, was überhaupt nicht nötig ist, aber eben dafür sorgt, dass die überstehende Agenda erfüllt werden kann. Ja, Sun Tzu, danke Sun Tzu für deinen Beitrag hier. Ja. Und mein Kommentar, wie gesagt, schreibt euch das bitte hinter die Ohren. Und das meine ich jetzt mit aller Freundlichkeit und aller Liebe. Die Jesuiten sind eine subtile, niederträchtige, hinterlistige Gesellschaft, Geheimgesellschaft, die alles tun, um ihre Zwecke zu erreichen, weil der Zweck heiligt die Mittel. Ja? Und sie gebrauchen alle möglichen Dinge, um sich dahinter zu verstecken und um dafür zu sorgen, euch in die Irre zu führen. Dann mögen sie 1749, 639 Kollegien mit bis zu 2000 Studenten gehabt haben, dann schaut euch mal an, was sie heute haben, 2018, da kann einem nur schlecht von werden. Aber die liberalen katholischen Kreise, fährt der Autor fort, die gewissermaßen die Errungenschaften der Französischen Revolution erkannten, denen gelang es, neben den jesuitischen reaktionären Kreisen zu existieren, die den liberalen Fortschritt der Zivilisation immer für etwas Schädliches und Teuflisches hielten. Auch die Französische Revolution ist angezettelt von den Jesuiten. Die fortschrittlichen Wortführer taten alles, um die Lehren der Kirche mit den modernen philosophischen Lehren in Einklang zu bringen und dadurch die zunehmende Feindschaft der Jesuiten erleiden. Sie zeigten sich skeptisch gegenüber Reliquien und Heiligenverehrung und religiösen Sentimentalitäten im Allgemeinen. Außerdem machten sie kein Geheimnis ihrer Feindschaft gegenüber den Jesuiten. Der Benediktinerorden, der lange vor den Jesuiten bestand, ja, der wurde nämlich irgendwann im 11. Jahrhundert gegründet, wenn ich mich richtig erinnere, erzürnte jene durch die Bemühungen, also die Jesuiten, die sogenannte liturgische Bewegung zu fördern. Eine Rückkehr zum evangelikalen Christentum und ein Versuch, die katholische Kirche von Verehrung moderner Innovationen und Aberglauben zu säubern. Sie dachten vor allem an die Verehrung der Jesuiten für das Herz Jesu, das jedoch durch neuere Modeerscheinungen wie die kleine Blumenhingabe übertroffen wurde. Ja, die Blumenhingabe werde ich euch mal eben kurz zeigen.
Dann muss ich das hier mal aufmachen. Ist die Frage jetzt, wie schnell mein Firefox gleich reagiert, ob wir das auch noch sehen können. Vorhin ging er mal ganz schnell. Manchmal ist er schnell, manchmal ist er langsam. Kann ich auch nichts dran machen. Was ist die Blumenhingabe? Ja, Little Flower Novena. Wie ihr seht, das ist ein Gebet. Ja. Komm, Heiliger Geist, und füll die Herzen der Gläubigen und erwecke in ihnen das Feuer der göttlichen Liebe. Und dann sehen wir hier Fragen und Antworten und einen Text, der gesagt werden muss. Und ich lese das nicht vor. Und das geht über 9 Tage. Deswegen ist es eine Novena. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter und so weiter. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, das ist die abergläubische Religion der römisch-katholischen Kirche. Ja, genau das, was wir hier sehen. Ja, also, den Satz nochmal. Wo fängt er denn an? Sie dachten vor allem an die Verehrung der Jesuiten für das Herz Jesu, das heilige Herz Jesu, was sie so verehren, wo John Carroll so ein großer Freund von war, wo Papst Pius IX. So ein großer Freund von war. Das jedoch durch neuere Modeerscheinungen wie die kleine Blumenhingabe übertroffen worden. Da sprechen wir halt über diese heidnischen Gebete, die ich nicht vorlese. Wie gesagt, guckt es euch selbst an. Ich lasse den Link hier in dem PDF, dann könnt ihr euch das raussuchen. Über Novena. Und die Webseite übrigens, EWTN, also EWTN, die da steht, die ihr da seht, das ist das ewige katholische Fernsehnetzwerk, das man auch im Internet sehen kann. Ein katholischer Kanal. Wenn ihr über Katholizismus lernen wollt, dann müsst ihr es nur schaffen, euch den Kanal mal ein paar Tage anzusehen. Passt nur auf, dass ihr da nicht gehirngewaschen von werdet, sondern dass ihr fest in der Bibel steht, wenn ihr den einschaltet. Die Jesuiten, fährt der Autor fort, bekämpften mit ihren üblichen Hinterhältigkeiten die Ängste von Bischöfen und weltlichen Priestern und schickten sogar als Laien verkleidete Mitglieder ihres Ordens, um die Benediktiner auszuspionieren, wie es in der Benediktinerabtei Maria Lach bei Köln geschah. Nun, ein schwerer Schlag gegen die Hoffnungen der liberal-katholischen Gruppen war der von Antichrist Papst Pius IX., unserem Pio IX aus dem 19. Jahrhundert, auf jesuitischer Beharrlichkeit verfügte Syllabus der Fehler. Über den habe ich ja auch schon an verschiedenen Stellen gesprochen. Ich habe da jetzt hier deswegen auch keinen Link mit reingemacht. Den Syllabus of Errors oder Syllabus der Fehler von dem Papst kann man sich googeln, kann man sich anschauen. Ich habe da früher drüber gesprochen, ich habe da früher Links von vergeben, deswegen bin ich da jetzt hier nicht weiter drauf eingegangen. Der erschien übrigens 1864 und einer dieser Fehler, das ist also der, müssen wir richtig verstehen, ja, der Papst Pio IX., das ist der Papst, der bis heute, 2018, das längste Pontifikat hatte überhaupt, ich glaube 32 Jahre oder sowas, hat er auf seinem Papststuhl gesessen, länger als Jahr, Papst Johannes Paulus II., der war nicht der längste regierende Papst, das war der hier, Pio IX., der hat auf jesuitischer Beharrlichkeit den Syllabus der Fehler überhaupt erst verfügt. Das heißt, er war den Jesuiten unterworfen. Der weiße Papst hört auf den schwarzen Papst. Der weiße Papst ist dem schwarzen Papst genauso unterstellt, wie die römisch-katholische Kirche es fordert, dass der Staat sich der Kirche unterstellt. Nun, einer dieser Fehler aus dem Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Hat den Leuten, die sich für einen fortschrittlicheren und liberalen Katholizismus eingesetzt hatten, den Boden unter den Füßen genommen. In völliger Übereinstimmung mit der traditionellen jesuitischen Unnachgiebigkeit, dem Ultramontanismus, verurteilte Antichrist Papst Pius IX. Mit ernster Miene den Vorschlag, dass, Zitat, der Papst sich mit dem Liberalismus und der modernen Zivilisation versöhnen kann und sogar versöhnen sollte. Die Geschichte der katholischen Kirche trat in eine neue Phase mit der Verkündigung des Dogmas von der persönlichen Unfehlbarkeit des Papstes, die durch das Vatikanische Konzil 1870 mit Hilfe der Machenschaften der Jesuiten etabliert wurde. Ja, das ist jetzt eine Sache, wenn ich hier anfange, einen Kommentar drüber zu sprechen, dann sind wir die nächsten 2 Stunden noch nicht fertig. Die Jesuiten haben von Anfang an befürwortet, dass der Papst unfehlbar ist. Warum? Ja, sie kontrollieren den Papst.
dann sind sie nämlich unfehlbar. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man dabei verstehen muss. Wir hatten ja dieses Video gesehen von dem Athanasius Schneider, dem Weihbischof von Astana in Kasachstan, der auf die Frage, wo doch der Papst in einem Interview auf dem Flugzeug gesagt hätte, dass er einverstanden wäre oder dass er findet, dass Luther sich nicht geirrt hat mit seiner Rechtfertigungslehre. Daraufhin hat doch der Papst, der Athanasius Schneider gesagt, wir haben bereits eine sichere Einstellung der römisch-katholischen Kirche zu Luthers Fehlern, nämlich die Einstellung, die verkündet wurde auf dem Konzil von Trient zwischen 1545 und 1563. Denn damals, so sagte Athanasius Schneider, hat der Papst ex cathedra gesprochen. Die Unfehlbarkeit des Papstes ist nur in Beziehung auf kirchliche Dogmen und Glaubensrichtlinien, wenn er von seinem Thron spricht. Das ist ex cathedra, der Thron. Wenn der Papst nicht auf seinem Thron sitzt, sondern auf dem Klo, oder wenn der Papst im Flugzeug sitzt und irgendwelchen Journalisten irgendwelche Fragen beantwortet, dann spricht er nicht ex cathedra, dann spricht er nicht unfehlbar, dann spricht er nicht bindend für die römisch-katholische Kurie, für die Hierarchie in der römisch-katholischen Kirche, dann spricht er nicht bindend für römisch-katholisches Recht, dann spricht er genauso mit derselben Autorität, wie ich hier nach dem Motto spreche. Nämlich überhaupt keine. Ich habe ja keine Autorität. Ich habe vielleicht Recht, aber ich habe keine Autorität. Also, um das mal ganz deutlich zu sagen. Der Papst ist nur dann unfehlbar und das, was er sagt, muss auch als unfehlbar direkt in römisch-katholisches kanonisches Recht übernommen werden, wenn er von seinem Thron spricht. Und damals haben sie in 1870 dieses Laterankonzil aufgeführt. Das war nämlich sehr wichtig. Oh ja, jetzt kommen wir wirklich in eine Geschichte. Ich meine, es hat ja sowieso... Wir sind ja schon fast bei einer Stunde. Ich mache also mit diesem Kommentar jetzt heute hier Schluss und natürlich lade ich Viktor dazu ein, in jedem Moment mir beizutreten, wenn ich dem, was ich hier sage. Wir müssen ja verstehen, dass das Lateranische Konzil 1870 hauptsächlich deswegen einberufen wurde, weil damals der Vatikan unter einer Art Belagerung stand. In Italien hat sich durch Garibaldi eine Republik gegründet. Und diese Republik hat Rom, die Hauptstadt, auch angegriffen. Und die ganzen päpstlichen, vatikanischen Städte, die Besitztümer wurden dem Papst weggenommen. Und 1866 im Dezember hat die beschützende französische Truppe, die den Vatikan gegen Angriffe von außen gegenüber Deutschland, die ja damals in den Krieg verwickelt waren, mit sich selber, ja, der Deutsche Bund mit dem Norden und dem Süden, das heißt Preußen, die Protestanten gegen den Süden, die Katholiken, und in Italien mit Garibaldi, mit der Gründung der Italienischen Republik, in diesen ganzen Umstürzen, die da passiert sind. Dafür hatte Frankreich extra Truppen abgestellt, um den Vatikan zu schützen. Und die haben im Dezember 1866 eben diese Truppen abgezogen und damit den Vatikan schutzlos allen anderen herannahenden Truppen überlassen. Jetzt sagt ihr, ja, aber Jörg, der Vatikan, der Papst, der hat doch seine Schweizer Garde. Ja, das ist richtig. Aber die Schweizer Garde ist die persönliche Leibwache des Papstes. Das ist keine Militärtruppe, um den Vatikanstaat zu verteidigen. So ein Militär hat der Papst nicht. Braucht er auch nicht, dafür kontrolliert er ja all die anderen. In dem Moment aber hat er sie nicht mehr kontrolliert. Frankreich hat sich da zurückgezogen und hat damit dafür gesorgt, dass die weltliche Macht des Papstes in dem Augenblick futsch war. Futschi, finito, vorbei, aus, Ende, Schluss. Das, was euch die Sieben-Tags-Adventisten lehren, was passiert 1798 durch den General Berthier, der von Napoleon geschickt wurde, um den Papst festzusetzen, was ja auch passiert ist, und der Papst ist dann in Gefangenschaft verstorben, das ist alles passiert. Aber das hat dem Papst nicht die weltliche Herrschaft genommen. Was ihm die weltliche Herrschaft genommen hat, war,
dass er zur Gründung Italiens, als Garibaldi mit seinen Truppen dastand, der Vatikan ihm schutzlos ausgeliefert war, weil die Franzosen ihre Truppen abgezogen haben. Und dann hat der Vatikan die Türen zugemacht, hat ein Konzil gehalten, hat den Papst für unfehlbar erklärt, weil das spielt ja alle keine Rolle. In der Welt galt der Papst doch nicht mehr. Kann er doch hinter verschlossenen Türen machen, was er will. Dafür haben sie das Konzil benutzt und sie haben die Türen geschlossen gehalten bis 1929. Zwischen 1870 und 1929 hat kein Papst je in einer öffentlichen Funktion den Vatikan verlassen. Das war ein Gefängnis mit dem Schlüssel von der Innenseite. Da wurde die Wunde zuteil, die wir kennen aus Offenbarung Kapitel 13. Die Wunde, die tödlich erschien, aber es nicht war. Da wurde dem Papst die ganze Macht genommen. Deswegen hat Bismarck überhaupt den Kulturkampf mit dem Papst 8 Jahre lang kämpfen können. Deswegen hat Bismarck 1872 die Jesuiten aus Deutschland rausgeschmissen und die Klöster geschlossen und die Nonnen rausgelassen und die Mönche rausgelassen und die Bildungsinstitutionen geschlossen, die von den Jesuiten geleitet waren. Das Jesuitengesetz von 1872 solltet ihr mal nachschauen. Deswegen konnte er das überhaupt tun, weil der Papst keine weltliche Macht mehr hatte. Und deswegen hat der Nachfolgepapst von dem Pio Nono, der ja damals auf dem Laterankonzil noch war, Leo der 13., 1886 ungefähr in der Zeit, dem damaligen deutschen Kaiser gesagt, er wünsche, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wäre. Weil sie hatten kein Schwert mehr, sie hatten keine weltliche Macht mehr. Oh. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Und mitten im Ersten Weltkrieg kam der geheime Vertrag 1915 von London, von dem Erzberger ausgearbeitet, der dann Propagandaminister in der Weimarer Republik wurde und 1921 ermordet wurde, als er seine Pflichtenschuldigkeit getan hatte. Lest mal sein Buch Erlebnisse im Weltkrieg. Ach, Junges, alles so interessant. Man kommt vom Hundertstel ins Tausendstel. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich konnte nicht anders, als mit dieser Bemerkung hier abzuschließen und wir werden nächstes Mal ab diesem Absatz noch weiterlesen bis zum Ende. Ihr seht, wir sind auf Seite 5, müssen noch bis Seite 7. Das machen wir nächstes Mal. Wir sind beinahe bei einer Stunde angekommen und ich bin mal gespannt, ob dem Viktor noch etwas einfällt zu dem, was ich gerade gesagt hatte. Ja, ist jetzt wirklich schwierig, da jetzt noch was zu finden, weil das hast du doch sehr schön, doch gut so zusammengefasst. Mir allgemein fällt noch auf, oder ist aufgefallen jetzt nochmal bei der Lesung auch, weil wir ja auch, wie du vorhin gesagt hattest, dass ja nichts dem Zufall überlassen ist hier auf der Welt oder dass nichts durch Zufall geschieht. Ja, jede Theatervorstellung oder jede Zirkusvorstellung ist ja in der Regel auch sehr gut durchgeskriptet, sage ich jetzt mal, ne? Inszeniert, ja. Inszeniert, ja, genau. Also da wird ja schon, da gibt es eine Generalprobe und das wird ja ins Kleinste, ne, also da kommt man auch schnell vom Hundertstel ins Tausendstel, wieder das dann akribisch vorbereitet und geprobt wird, dass dann auch auf jeden Fall bei der Aufführung nicht schief läuft und die Zuschauer alle den Eindruck haben, dass das, was sich da auf der Bühne sich vollzieht, dass das so alles gerade dem zufällig geschieht sozusagen und erkennen nicht, dass da aber dahinter schon ja ein Plan steckt, so ein Skript. Und ich finde, das hat doch dieses, oder das zeigt dieses Kapitel auch ganz gut und natürlich auch nochmal deine Ausführungen dazu. Und ja, ich hatte vorhin nochmal gesagt, das eine, was mir eingefallen ist, das war jetzt nochmal das Bibelzitat, was du rausgeholt hast. Genau, das Bibelzitat, ja, wo du ja nochmal eingangs jetzt der Lesung nochmal darauf den Punkt eingegangen bist, mit dem Video, was jetzt quasi ja jetzt zensiert ist in Deutschland. Ja. Da ist mir eingefallen noch, das ist aus Epheser Kapitel 6. Und zwar ab Vers 10. Ja, dass wir das ganze, die ganze Rüstung Gottes anziehen sollen. Genau, und ich glaube, dass genau in einem Vers 12 ist es dann auch beschrieben, dass wir kämpfen, dass wir nicht in Vers 11, gegen, genau, in Vers 11 über den, die, dass den, wir nicht kämpfen gegen Fleisch und Blut, sondern gegen
Mächte der Finsternis und so weiter und so weiter. Genau, Ne? genau. Hatte ich Ja. das nicht in der letzten Sendung schon vorgelesen? Das kann gut sein. Ja, ich fand, das Meine passt ich? jetzt doch mal so ganz gut, weil das war jetzt Kapitel Ja, Vers passt sicher. Lies es dann noch mal vor. Hast du es vor dir liegen? Kannst du es vorlesen? Ja, ich lese es sonst eben vor. Ja, mach mal. Ich bin es hier bei Fang mir noch am mal, ich Suchen. fange Dann mal liest ab, du mal. ich fange mal ab Kapitel ab Vers 10 Ab an. Vers 10, ja. Epheser Kapitel 6, Vers 10. Ja. Genau. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen und so weiter. Ich fand das passte auch noch mal ganz gut dazu, weil ich hab mir das noch eingefallen ist mit den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und Hatte ich ja, das nicht letzte Sendung gesagt? Da habe ich doch die sieben Waffen aufgezählt, die die das ganze hattest du Waffenrüstung Gottes aufgezählt, sind. ne? Ja, genau, richtig. Ich Da fand, habe das ich. passte doch mal wieder so wunderbar dazu. Ja, ist er Und auch. Das ist ein wunderbares. da lassen wir uns ja auch jetzt nicht von abhalten. Du sagtest ja auch, du wirst es morgen noch mal neu hochladen. Und ja, ich war jetzt noch mal noch ein Anstoß, Gedankenanstoß, was mir dazu eingefallen ist. Ja, das war wieder eine sehr schöne, wunderbare Lesung, Bruder. Und ich würde mich dann wieder freuen, das nächste Mal dabei zu sein. Wünsche soweit alles Gute und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke Viktor für deinen Beitrag, auch noch für das Raussuchen des Bibelzitats. Das haben wir dann jetzt Epheser 6, Kapitel 6, Vers 10 und folgende in der letzten Lesung gehabt und dann in dieser Lesung noch einmal. Aber solche Dinge kann man ja auch gar nicht oft genug wiederholen. Und ich möchte es gern allen Brüdern und Schwestern anraten, ihre Bibel selbst bei der Hand zu nehmen und Epheser 6, Verse 10 bis 18 zu lesen. Und sich vertraut zu machen mit den sieben Waffen, die wir brauchen, um die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Und wir sprechen hier über geistige Waffen. Wir sprechen nicht über Waffen, mit denen wir anderen Menschen Gewalt antun können. Wir sprechen über die geistigen Waffen, weil wir eben auch in einen geistigen Kampf verwickelt sind. Und das muss man eben ganz deutlich mal sagen, auch wenn sich sowieso jemand, der sich brüskiert findet von diesem Video, sich das sowieso nicht anguckt, sondern vom Titel ausgeht, um dieses Video wieder sperren zu lassen. Aber wie gesagt, wenn man sich es anguckt, dann kann man ja ganz deutlich hören, dass sowohl Viktor als ich, die wir beide mitwirken an diesem Video sind, ganz deutlich sagen, wir rufen niemals zu körperlicher Gewalt auf. Geistige Gewalt. Und die dunkle geistige Gewalt, die diese Welt beherrscht, die muss angegangen werden. Absolut. Aber das ist geistige Gewalt und keine körperliche Gewalt. Und die beste geistliche Gewalt, um den dunklen Herrschern ins Gesicht zu schmeißen, ist das Wort Gottes, die Bibel. Und je fester wir in der Bibel stehen, desto fester sind wir darauf vorbereitet, um das Wort Gottes gegen alle Angriffe zu verteidigen. Denkt da mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.